Weiter geht's mit der neuen Folge Nailed. Wir zocken jetzt den nächsten Wettkampf im Cactus Cup oder Arizona. Wasserwacht heißt sie. Ich habe gehört, dass wir wieder durch die Luft fliegen werden. So, hier sieht man auch im Ladebildschirm sehr schön, wie lange man jetzt auf dem Account gespielt hat, welche Distanz man zurückgelegt hat und wie viele Boost-Tricks man gemacht hat. So, eine neue Strecke. Und wir jetzt mit unserem neu angemalten Quad und unserem schwarzen Anzug. Also alles ziemlich geil. Jetzt fahren wir so an der Wand lang. Irgendwie. Okay. Das finde ich jetzt ziemlich geil. Das ist weniger geil, dass ich jetzt dagegen fahren bin. Aber ich bin Erster. Das heißt, alles ist gut. Es gibt ja auch in den Strecken alternative Wege, das heißt, man muss nicht geradeaus fahren. Man kann auch hier, steht da links oder rechts, kann ich entscheiden. Ich nehme jetzt mal rechts. Die nächste Runde kann ich links nehmen. Und so kann man Strecken auch mehrmals fahren. Und es fühlt sich trotzdem so an, als würde man sie zum ersten Mal fahren. Was ich ziemlich geil finde. Ich fliege! Scheiße, 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 scheiße! Oh, scheiße. Da bin ich gegen was geflogen. Sorry, durch die Mitte, man kann auch hier oben lang fahren. Nein, nicht gegen das einzige Teil, das auf der Straße liegt. Über hier, so ein Salto. Ah, was war das denn jetzt? Das fand ich aber jetzt nicht so geil. Nailed. Mal schön Werbung für das Spiel, das man verspielt in der Sendung. Ich glaube, jeder weiß, was er spielt. So, ich bin Zweiter. Der scheiß Erste ist 0,2 Sekunden vor mir, der fliegt dort. Jetzt bin ich Erster. Ist auch geil gemacht. Die Krähen, die da auf dem Stromteil da saßen, auf dem Draht und Geräusche gemacht haben. Auf solche Details kommt meiner Meinung nach bei solchen Spielen noch an. So, zweite Runde. Ich bin Erster mit 2 Sekunden Vorsprung. Das ist jetzt nicht die Welt. So. Wenn man hier reinfährt, was passiert denn dann? Oh! Ah! Okay. Also, lieber nicht machen. Außer hier, das war jetzt. Hat so ins Konzept gebracht. Gepasst. So, jetzt fahre ich nicht mal geradeaus, sondern versuche jetzt hier so fett drüber zu springen. Dann kann ich nämlich hier die Sprungkanzel nehmen. Wir haben schon einen alternativen. Au! Weg ausprobiert. Eine Sekunde Vorsprung. Ist nicht viel. Ich gehe neben. Alter, fahr ich genau gegen diesen Scheißbaum. Warum steht der denn da? Warum kriegt der Baum nicht weg? So, zweiter Platz. Aber der erste ist nicht weit entfernt. Ach du Scheiße, ach du. Ich. Boah, das knapp. So, diesmal fahren wir hier lang. Was ich ziemlich geil finde, ist der Sprung, der jetzt gleich kommt. Also der ist wirklich ziemlich hoch. Alter! Was war das denn? Genau auf der Kante gelandet. Kann ich sein. Stehen. Arsch ab. Au. Es kann jetzt sein, dass die Folge nicht in HD ist. Das liegt einfach daran, dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Und wenn ich das auf HD render, dann dauert es erstmal lange und das Hochladen dauert über 2 Stunden. Ne, 1,5 so. Weil das sind 480 MB war die erste Folge jetzt. 212 Minuten. Ja. Das finde ich nicht so toll. Deshalb rendere ich die wahrscheinlich auf 480p, wenn das klappt.
und dann ist es halt so. Vierte Runde sind wir jetzt? Ne, dritte. Vierte Runde sind wir jetzt. Ah! Wollen wir hier oben lang fahren? Das fand ich nicht gerade. Cool. Alter, sind hier viele Kaktussen. Das ist Kaktussen immer. Kaktusse. Das sind wir jetzt auf der Kaktus. Alter, schon wieder gegen diesen Baum. Was ist denn das für ein Baum? Der steht da nur, um mich zu ärgern. Scheiß Baum. Über den Stein und dann jetzt. Alter. Verdammt, ich hab kein Nitro. Ach doch, hatte ich noch was. So, Fullspeed hier runter. Kommen wir über die Straße hier rüber. Da stand ein. Nein, nicht Baum. Nein, diesmal nicht. Ich bin durch die Äste geflogen und hab mich trotzdem erwischt. Ich fühle mich verarscht. So, Geronimo. Ach, ich will mal da oben durchfahren. So. Au. Scheiße, jetzt wird's knapp, weil das war nicht zu Ende. Aber ich hab noch. Nein, da muss ich lang. Scheiße, jetzt ich darf einen Vorsprung nicht machen. 0,3 Sekunden Vorsprung. Das ist Ziel. Komm, das schaffe ich, Ja, das ist Schuhe. Gesichert. 5 Minuten 4. Nice. Boost-Trick Zerstörer. Zerstöre 4 Gegner. Perfekt, haben wir das nächste auch geschafft. Ja, dann. Mache ich jetzt nicht groß, ich fahre mal eine Runde mit dem MXT, damit ihr das auch mal kennenlernt. Man hat von Anfang an zwei verschiedene. Das kann ich auch noch mal. Lenkruhe in der Luft, ich wollte das erste jetzt einfach erstmal. Vor allem, weil ich eh nicht so viel mit dem MXT fahre. So, Spazierfahrt. Das ist unser nächstes Rennen. So, und das wird's. Ich werde direkt von hier zu Quatsch weggerammt. Jetzt fliegen wir hoch durch die Lüfte. Dadurch. Alter, fliege ich weit. Okay. Der Sprung übertrifft alles, was wir im letzten Rennen gesehen haben. Alter, nice! Stimmt man ja gar nicht mehr dagegen fährt. Normal. Stimmt man ja alles, was nicht Strecke ist, wenn man da irgendwie drauf kommt. Geht auf den Zeppelin. Und was war das jetzt? Ich bin von der Strecke abgegangen. Da ja, war gerade ein riesiger Steinpenis. Im Bild. Ach, fuck, ey, ich hasse dieses Motorrad. Gott sei Dank, das ist eins der ersten Rennen. Halleluja, ich fliege. Das heißt, ist nicht so schlimm. Wir werden die Erste. Ist doch alles recht easy. Jetzt gebe ich Gas. Durch. Nein, ja. Wie Vorsprung haben wir denn? Oh, muss mal eine Sekunde. Muss aufpassen. Was ist das hier? Eine Brücke. In Arizona. Oder was ist das hier? Ist auch Arizona. Weiß ich gerade gar nicht. Mega Stunt.
Manchmal schaffe ich das dadurch. Ist auch geil auf YouTube. What the fuck? Dann. Alter. Aua. Hauptsache, ich komme mit dem Kopf gegen den Stein auf und mein Motorrad holt 1001 zu teilen. Oder mein MXC. Oder mein MTX, weiß nicht wie das. So, aufs Haus hier drauf. Ich mach das nicht an. Dadurch. Na, dadurch. Boah, das war ein Skillshot. So, Runde 1 von 1, auf so ein klassisches Einrundenrennen, wo es eine große Runde gibt.